Veränderungsprozesse ist es ganz wichtig, sich auf die Menschen zu fokussieren, wenn ich mich um Veränderungen kümmere. Denn die Menschen müssen Veränderungen mittragen, Einzelne in ihrer Organisation, in ihrem beruflichen Umfeld. Doch wenn wir uns mal Veränderungen anschauen, beginnen wir mal im privaten Bereich, da sind wir doch alle sehr schnell dabei und nehmen neue Dinge gerne auf. Sei es das neue Handy, der neue Flachbildschirm oder vom Laptop angefangen, zum Tablet und so weiter. Wir sind sehr schnell bereit, uns mit neuen Dingen auseinanderzusetzen und diese auch anzunehmen. Wie ist es aber im beruflichen Umfeld? Da sieht die Sache schon ganz anders aus. Denn dort gibt es zwei wesentliche Themen, die die Menschen betreffen. Einmal haben wir es mit persönlichen Ängsten zu tun. Persönliche Ängste von Mitarbeitern, die sich dahin in Fragen äußern, wie zum Beispiel, verliere ich jetzt meinen Arbeitsplatz? Was mache ich denn nach dieser Veränderung? Oder muss ich noch einmal umlernen? Was kommt Neues auf mich zu? Kann ich das noch in Zukunft? All solche Fragen werden gestellt und verunsichern die Einzelnen. Das sind aber eher Leute, die noch nicht genau verstanden haben, wo es hinführt. Dann gibt es noch andere Kaliber, ich sage das bewusst so, die dann mit den üblichen Killerphrasen anrücken und sagen, das mache ich schon 20 Jahre so, das funktioniert bei uns sowieso nicht, ich will aber nicht, ich kann das nicht. Das sind dann so Dinge, die im Projekt natürlich nicht hilfreich sind. Da muss man gucken, wie man auch diese Menschen versucht abzuholen. Und damit bin ich bei dem anderen Thema. Wie kann ich Menschen abholen? Wo kann ich sie erreichen? Indem ich versuche, Betroffene, einmal die, die Angst haben, aber auch die, die erstmal Killerphrasen streuen, zu Beteiligten zu machen. Sie mit einzubinden und abzuholen für das, was wir im Rahmen einer Verbesserungsmaßnahme erwarten. Und sie zu fragen und ihre Meinung zu hören und sie auch zu würdigen. Denn nichts ist schlimmer, als über die Köpfe vieler hinweg oberlehrerhaft zu entscheiden und etwas einzuführen, dann bleibt die gewünschte und gewollte Nachhaltigkeit ganz, ganz schnell auf der Strecke. Also kurz zusammenfassend, wir haben auf der einen Seite Lean-Methode, methodische Ansätze, mit denen wir etwas tun können, und wir haben die Menschen. Ich möchte das in drei Worten im Prinzip zusammenfassen. Menschen, Methode, Mehrwert. Wenn wir die Menschen richtig einbinden, sie mit den richtigen Methoden auch unterstützen, dann kann ein Projekt eigentlich nur noch dazu führen, dass es auch zum Mehrwert und zur Nachhaltigkeit für das eigene Unternehmen führt. Ich habe hier eine Tageszeitung. Was hat diese Tageszeitung mit Verschwendung zu tun? Was kann ich möglicherweise im Umfeld von Lean an dieser Tageszeitung erklären und lernen? Im Zusammenhang mit der Zustellung dieser Tageszeitung möchte ich Ihnen kurz etwas beschreiben. Ich habe einen großen Briefkasten, in den passt diese Zeitung so hinein. Normalerweise, wenn der Bote sie fasst, kann sie auch so hineingetan werden. Was ich aber sehr, sehr häufig erlebe, ist, dass die Zeitung mindestens noch einmal gefaltet ist und dann so in den Briefkasten gesteckt wird und erstmal irgendwo stecken bleibt und nicht unten im Briefkasten landet. Das führt dann dazu, wenn zum Beispiel Regen fällt, dass die Zeitung nass wird, bei Schnee gleichermaßen. Wenn die Zeitung dicker ist, bekomme ich sie nicht mehr raus aus dem Briefkasten, weder nach oben noch nach unten. Das heißt, in beiden Fällen habe ich eine beschädigte, zum Teil nicht mehr lesbare Zeitung. Nun, was bedeutet das für Lean? Was können wir daraus lernen im Zusammenhang mit den Verschwendungsarten? Wenn wir uns den Prozess der Zeitungszustellung und alles, was nachher im Umfeld da auch mit passiert, mal genauer betrachten, kann ich die Verschwendungsarten hieran aufzeigen. Die erste ist, ich habe eine Prozessübererfüllung. Ich muss die Zeitung so nicht in den Briefkasten hineintun. Es geht auch so. Mit dieser Prozessübererfüllung kommen Elemente wie zum Beispiel unnötige Bewegung mit ins Spiel. Denn wenn ich sie mehrfach falte, habe ich mehr Bewegungen, als ich eigentlich brauche, um wieder die Zeitung im Briefkasten zu deponieren. Nun die Brücke zum Thema defekte Zeitung. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Fehler habe ich jetzt die dritte Verschwendungsart aufgegriffen.
sind ungünstig. Denn diese Fehler im konkreten Fall führen dazu, dass ich eine Nachlieferung bekomme, wenn die Zeitung nicht mehr lesbar ist. Was bedeutet Nachlieferung nunmehr im Kontext mit Lean? Das heißt, ich muss mehr produzieren, als ich eigentlich benötige, und ich generiere zusätzlich noch Bestände. Auch dieses ist grundsätzlich nicht notwendig, wenn der Fehler nicht auftritt. Und wenn ich diesen Fehler gemacht habe und ich eine Zeitung noch zusätzlich bekomme, habe ich unnötigen zusätzlichen Transportaufwand. Auch dieses muss der Zeitungsverleger, der Zeitungsverlag dann entsprechend nachliefern. Damit habe ich 6 der 7 Verschwendungsarten kurz angerissen im Zusammenhang mit der Zeitungszustellung. Wenn ich dann meine Person noch damit einbeziehe und das Warten mal mit hineintue, damit hätte ich dann die 7. Verschwendungsart. Anhand des Prozesses der Zeitungszustellung im weitesten Sinne aufzeigen können. Was bedeutet das jetzt für die Lean-Prinzipien? Ich habe bestimmte Lean-Prinzipien, die da einmal heißen Kundenorientierung. Finde ich hier diese Kundenorientierung, dann hätte ich die Zeitung anders im Briefkasten. Ein anderes Lean-Prinzip ist der kontinuierliche Verbesserungsprozess. Ich habe es mehrfach reklamiert, dass die Zeitung defekt ist. Sie wird bis heute nicht besser zugestellt.